Hallo, ich bin Heike und heute klopfen wir gemeinsam. Nach dem Intro geht's los. Hallo, heute beklopfen wir das Thema, ich traue mich nicht in die Sichtbarkeit. Ja, sich zeigen ist gar nicht so einfach. Manche trauen sich nicht aus den verschiedensten Gründen, sagen sie, nein, stopp, das ist mir ein Schritt zu weit nach vorne. Sichtbarkeit, was kann das bedeuten? Sich sichtbar machen im Sinne von visuell wahrnehmbar oder sich sichtbar machen im Sinne von gehört werden und gesehen werden. Es gibt verschiedene Nuancen von Sichtbarkeit in den Medien, in der Präsenz im Büro oder aber eben auch im privaten Raum. Manchmal will man auch nicht sichtbar sein mit seinen ganz persönlichen individuellen Wünschen oder seiner Individualität, die man zurückhält und auch nicht sichtbar macht. Es gibt viele, viele verschiedene Ebenen von Sichtbarkeit. Ich gehe jetzt mal auf einige ein, die möglicherweise ja den Ausdruck nach außen verhindern, einige Themen, und wir beklopfen die einfach mal gemeinsam. Wenn du ein Problem damit hast, Problem in Anführungszeichen, dich sichtbar zu machen, vor allen Dingen auch im Beruf, wo du vielleicht eine Homepage bräuchtest, dich aber das nicht traust, wo du eventuell einen YouTube-Kanal eröffnen möchtest, aber nicht den Mumm hast, dich vor die Kamera zu setzen, weil, welche Gründe auch immer da sein mögen, sie sind dir tatsächlich wichtig. Sie behindern dich am Vorankommen und die Frage ist, wie kann man das ändern? Wir beklopfen jetzt einfach mal verschiedene Themen und du klopfst einfach mit. Du sagst, was ich sage, du machst, was ich mache, und dann schauen wir mal, wohin das führt. Auch wenn ich nicht wirklich den Mut habe, mich zu zeigen, liebe und akzeptiere ich mich von ganzem Herzen. Auch wenn ich mich nicht traue, zu sprechen, zum Beispiel vor anderen, oder mich über Videos online zu zeigen, liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz und von ganzem Herzen. Auch wenn ich ja schon ziemliche Angst davor habe, mich sichtbar zu machen, weil ich mich damit ja auch angreifbar mache, liebe und akzeptiere ich mich von ganzem Herzen. Ich habe wirklich ein Problem damit, mich sichtbar zu machen. Was auch immer mich davon abhält, es ist ziemlich stark. Ich würde ja so gerne sichtbar sein, damit ich zum Beispiel neue Klienten gewinnen kann für meine Praxis. Damit ich mich zeigen kann mit dem, was ich gern verkaufen möchte. Setz ein, was für dich richtig ist. Ich würde mich gerne sichtbar machen, weil ich damit ein breiteres Publikum erreichen kann für dieses oder jenes, was du gerade machst. Aber ich habe Angst, mich zu zeigen. Und eigentlich verstehe ich auch gar nicht wirklich, wovor ich Angst habe. Oder aber du weißt es und dann setzt du es bitte ein. Vielleicht sind es nur unbestimmte Ängste, die mir hier zu schaffen machen. Vielleicht gibt es gar keine konkreten. Und wenn es einen konkreten Grund gibt, dann ist es, bitte einsetzen. Ich habe Angst, mich zu zeigen, ziehe ich mal ein paar Beispiele heran, weil andere mich hässlich finden könnten. Ich habe Angst, mich zu zeigen, weil ich nicht besonders gut vor anderen Leuten sprechen kann. Ich habe Angst, mich zu zeigen, weil ich sehr aufgeregt bin, sobald ich vor der Kamera stehe.
Ich habe Angst, mich zu zeigen, weil immer, wenn ich reden muss, mir alle Sätze und jeder Text entfällt. Ich habe Angst, mich zu zeigen, weil andere dann über mich reden könnten. Und vielleicht würden sie nichts Gutes reden. Allerdings muss ich zugeben, besteht auch die Möglichkeit, dass sie was Gutes reden könnten. Aber ich habe trotzdem Angst, mich zu zeigen. Es ist schon sehr privat, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Es ist sehr viel Privates, was man auch preisgibt, wenn man über sich redet. Die Frage ist ja, wie viel muss ich überhaupt von mir preisgeben? Vielleicht brauche ich nur über mein Produkt reden, über meine Dienstleistung, über das, was mir wichtig ist, was ich nach außen transportieren möchte. Vielleicht muss ich gar nicht über mich reden. Allerdings, so ein paar Infos über mich wären schon gut, weil sonst weiß ja keiner, wer diese Dienstleistung vollbringt oder wer dieses Produkt verkauft. Ja, ich habe wirklich ein Problem damit, mich zu zeigen. Was kann ich nur dagegen tun? Ich spüre Angst in mir und ich spüre eine große Unsicherheit. Ich bin unsicher, ob ich das alles richtig mache, ob ich die Homepage richtig gestalte, ob sie wohl ankommen wird, ob ich das Video richtig aufnehme oder ob man das besser machen könnte. Ich bin unsicher, wie andere Leute mich finden, wie ich rüberkomme. Ja, ich muss schon sagen, das stresst mich. Ja, ich bin gestresst, weil ich mich nicht zeigen will. Aber wenn ich mich nicht zeige, erreiche ich auch keine Leute. Das ist wahrlich ein Teufelskreis. Wie komme ich da einfach nur raus? Was kann ich tun? Ach, eigentlich stelle ich mir selbst ein Bein. Das merke ich gerade, während ich so klopfe. Ich behindere mich und mein Vorankommen, weil ich mich nicht zeigen will. Aber muss denn immer alles perfekt sein? Vielleicht reicht es, wenn es einfach nur gut ist. Vielleicht reicht es, wenn es gut ist, was ich mache und dass es mir gefällt. Ich kann doch sowieso nie die Ansprüche anderer immer erfüllen. Ich kann es niemals jedem recht machen. Das gelingt nicht. Also könnte ich mich doch auf die Weise zeigen, wie ich es für gut befinde und wie es mir gefällt. Und dann würde mir vielleicht dieses mich sichtbar machen sogar Spaß machen. Wenn ich nach Perfektion strebe, dann darf ich jetzt einsehen, dass dies nicht vonnöten ist. Ich darf mit einem Produkt, also einer Website oder einem Video oder einem Podcast oder was auch immer es sein mag, in die Öffentlichkeit gehen, wenn ich es für gut befinde. Wenn mir allerdings meine riesige Erwartungshaltung selber im Weg steht und ich es niemals wirklich gut genug finde, dann beklopfe ich jetzt, das, was ich mache, ist gut. Und es ist gut genug, um es in die Öffentlichkeit zu geben. Ich schraube meine Erwartungen jetzt ein Stück weit zurück, weil niemand muss perfekt sein. Ich muss nicht perfekt sein. Ich darf Fehler machen und ich darf aus diesen Fehlern lernen. Ich darf meine Träume verwirklichen mit dem, was mir wirklich wichtig ist. Ich darf all das tun und ich darf mich kreativ entfalten. Vielleicht traue ich mich immer noch nicht, mich sichtbar zu machen. Denn ich habe Angst vor, bitte einsetzen. Ich habe Angst davor, dass andere über mich lachen. Ich habe Angst davor, dass ich polarisiere. Denn wer sich sichtbar macht, polarisiert. Manche können mich toll finden und das, was ich anbiete.
Und manche können das überhaupt nicht toll finden, vielleicht, und finden das total doof. Aber wer weiß das schon? Woher will ich wissen, wer das gut findet und wer nicht? Wie kann ich mir anmaßen, zu wissen, was anderen gefällt? Es ist doch immer alles Geschmackssache, nicht wahr? Wenn ich einfach die Sache so mache, dass ich sie gut finde und sie dann nach außen gebe in die Welt, dann öffne ich jetzt den Raum dafür, dass es auch anderen gefällt. Und dass ich die richtigen Klienten, die richtigen Kunden anziehe. Ich brauche nicht 100.000 Kunden, weil die kann ich gar nicht bedienen. Ich brauche nicht 100.000 Klienten, weil so viele Stunden kann ich gar nicht anbieten an Arbeitszeit. Ich brauche einige ausgewählte Klienten und Kunden, die meine Arbeit wertschätzen. Und ich präsentiere mein Wirken, meine Produkte auf eine Weise, dass ich mich wohlfühle. Und wenn ich mich nicht zeigen möchte per Video, dann mache ich vielleicht einen Podcast. Oder ich spreche einfach nur Texte ein. Wenn ich das nicht besonders gut kann mit dem Sprechen, dann könnte ich mir Hilfe holen. Vielleicht gibt es jemanden, der eine total tolle Stimme hat und das für mich einsprechen würde. Vielleicht macht ein lieber Bekannter gerne Websites, vielleicht kreiert er sie gern. Vielleicht könnte ich ihn oder sie mit ins Boot holen. Vielleicht kann ich mir Hilfe suchen, um mich sichtbar zu machen mit dem, was mir wichtig ist und am Herzen liegt. Okay, aber was ist, wenn ich mich tatsächlich zeigen muss und immer noch Angst habe? Dann beklopfe ich dich. Ich habe Angst, auf der Bühne zu stehen, weil, bitte einsetzen, mich alle immer so anstarren und mir dann total unwohl wird und ich weiche Knie bekomme, meine Stimme zittert und ich würde am liebsten wegrennen. Und ich weiß, dass das Lampenfieber ist. Aber das hilft mir kein bisschen. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt auf der Bühne stehen und eine Rede halten und vielleicht sogar noch frei. Boah, da schlägt mein Herz bis zum Anschlag. Ich habe Angst, mich zu zeigen, weil man könnte sich über mich lustig machen. Aber vielleicht gibt es auch Leute, die das richtig toll finden, was ich da zu erzählen habe. Und ich öffne jetzt zunehmend den Raum dafür, dass ich die richtigen Menschen mit dem, was ich mache, anspreche. Ich öffne den Raum dafür, dass ich diejenigen erreiche auf meine Art und Weise, auf meine ganz individuelle Art und Weise, die sich von dem, was ich mache, angesprochen fühlen oder was ich anbiete. Ich bin, wie ich bin. Und ich bin richtig so, wie ich bin. Und alle Ängste, ob sie begründet sind oder unbegründet, ob bestimmte Ängste oder unbestimmte Ängste, sie wollen eigentlich nur mein Bestes. Sie wollen mich vor Schmerz, vor Unwohlsein und Scheitern bewahren. Aber wenn ich so gar keinen Schritt nach vorne mache, wie soll ich dann die Leute erreichen? Vielleicht klopfe ich jetzt einfach mal ausdauernd jeden Abend oder jeden Morgen, um mal zu schauen, was das mit mir macht. Und dann merke ich vielleicht, meine Ängste nachlassen und meine Sorgen sich verflüchtigen. Weil was kann mir denn schon passieren, wenn ich mich sichtbar mache? Was kann mir denn tatsächlich schlimmstenfalls passieren? Was fällt dir da ein? Setz es bitte ein. Schlimmstenfalls könnte passieren, dass einsetzen. Ich habe immer noch ein bisschen Angst, mich sichtbar zu machen.
Aber ich verstehe jetzt, dass ich es auf meine Weise machen darf. Und dass ich gut genug bin. Und dass ich eine wunderbare Präsenz habe, weil ich bin. Ja, am Ende immer tief durchatmen. Ich hoffe, dass dir diese kleine Klopfsession eine Inspiration geschenkt hat für die nächsten Klopfrunden, die du vielleicht alleine machen magst. Oder du lässt dich durch mein Video erneut inspirieren. Aber in jedem Falle setze bitte ein, was dein Thema ist. Wieso hast du Angst, dich zu zeigen? Was ist der Grund dafür? Es kann viele verschiedene Gründe geben. Vielleicht hattest du einmal ein Erlebnis, wo du ausgelacht worden bist als Kind auf der Bühne und du hast beschlossen, ich zeige mich niemals wieder. Das hat mir wehgetan. Dann beklopft diesen Schmerz. Dann beklopft die Situation damals, wie sie geschehen ist, zum Beispiel. Auch wenn ich damals auf der Bühne ausgelacht worden bin und mir das wirklich wehgetan hat, liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz. Auch wenn ich mich sehr unwohl gefühlt habe, weil alle über mich gelacht haben und ich mir geschworen habe, niemals wieder in die Sichtbarkeit zu gehen, mich niemals wieder zum, Entschuldigung, Affen zu machen. Liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz. Auch wenn mir das damals wirklich richtig wehgetan hat und ich hinterher ganz doll geweint habe als Kind, liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz. Das war wirklich schlimm damals. Ich habe auf der Bühne gestanden und bin hingefallen und alle haben über mich gelacht. Und ich konnte das überhaupt nicht mehr zu Ende sagen, was ich sagen wollte. Ich bin einfach weinend von der Bühne gerannt. Und das war mega peinlich. Und seitdem habe ich Angst, mich zu zeigen. Irgendwo auf einer Bühne zu stehen oder mich sichtbar zu machen, zu sprechen. Und ich muss sagen, das hängt mir heute noch nach. Also was auch immer du für Erinnerungen hast an, dass du dich sichtbar gemacht hast, wenn sie negativ sind, dir wieder in Erinnerung kommen beim Klopfen, beklopfe sie weiter. Schau mal, wohin dich das führt. Ob das Gefühl leichter wird, dass du sagst, okay, also vorher fand ich diesen Gedanken, in die Sichtbarkeit zu gehen, wow, ganz schrecklich, ja. Also der Stressfaktor bei dem Gedanken, mich sichtbar zu machen, lag zwischen 0 und 10, vielleicht bei 9, ja, oder bei 8. Und wenn ich dann so ein paar Runden geklopft habe, dann merke ich vielleicht, dass der Stressfaktor gesunken ist und möglicherweise, dass es gar nicht mehr so schlimm ist. Dass ich jetzt merke, ich bin vielleicht bei 4 oder bei 3 oder vielleicht sogar bei 2. Und dass es einfach viel leichter innen drin wird. Klopfen hilft nur, wenn man es auch macht. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Weg in die Sichtbarkeit. Und ja, schreib gerne einen Kommentar unter dieses Video, wenn du es geschafft hast, eine positive Veränderung zu erzielen, weil negativ und schlechter kann es nicht werden mit EFT. Also, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und viel Erfolg beim Klopfen. Auf bald. Herzlichst, Heike.